Infiziert. Ein Buch von Scott Sickler. Das ist der Ort. Alydia Garcia stolperte durch den dichten Winterwald und zog eine Blutspur hinter sich her, die auf dem blendend weißen Schnee wie der strahlend rote Schweif eines Kometen aussah. Ihre Hände zitterten heftig. Es gelang ihr kaum, eine Faust zu machen. Die großen, schweren Schneeklumpen, die überall um sie herum zu Boden fielen und zu schmelzen begannen, kaum dass sie ihre Haut berührten, hatten ihre krallenartigen Finger völlig durchnässt und fast empfindungslos gemacht. Würde sie es überhaupt schaffen, den Abzug von Louis altem Revolver zu drücken, wenn der Zeitpunkt gekommen war? Der scharfe Schmerz in ihrem Magen ließ sie wieder an die Mission denken. Die göttliche Mission. Irgendwas war nicht in Ordnung. Nein, verdammt, es war überhaupt nichts mehr in Ordnung, seit sie sich zum ersten Mal am Bauch und am Ellbogen gekratzt hatte. Und es gab etwas, das noch weniger in Ordnung war. Etwas in ihr. Das alles sollte nicht so sein. Irgendwie wusste sie das. Sie warf einen Blick zurück über den blutigen Pfad, der durch den Schnee führte, und hielt nach möglichen Verfolgern Ausschau. Sie sah niemanden. Jahrelang hatte sie in Angst vor den Beamten der Einwanderungsbehörde gelebt. Doch das hier war etwas anderes. Niemand wollte sie ausweisen. Jetzt wollten sie sie umbringen. Ihre Haut war von Zweigen zerkratzt und Blut sickerte aus ihren Armen und Beinen. Ihr linker Fuß blutete ebenfalls. Irgendwann hatte sie ihren Schuh verloren. Die dünne, raue Kruste auf dem Schnee gab bei jedem Schritt ein scharfes Knirschen von sich. Sie wusste nicht, warum ihre Nase blutete. Sie blutete einfach. Doch all diese Dinge waren nebensächlich im Vergleich zu dem Blut, das sie alle paar Minuten erbrach. Sie musste weitergehen und den Ort finden. Den Ort, an dem alles beginnen würde. Alida sah zwei gewaltige Eichen, deren Äste einander zugewandt waren. Sie wirkten wie jahrhundertealte Liebende, die einander umarmen wollten. Ein Bild ewig unerfüllter Sehnsucht. Wieder dachte sie an ihren Ehemann Louis und sie dachte an das Baby. Dann schob sie diese Vorstellungen beiseite. Sie konnte über diese Dinge genauso wenig nachdenken wie über das widerliche Ding an ihrem Bauch. Sie hatte getan, was sie tun musste. 3 Kugeln für Louis, 1 für das Baby, 1 für den Mann im Auto. Blieb noch eine Kugel. Sie stolperte und verlor das Gleichgewicht. Sie streckte die Arme aus, um ihren Sturz abzufangen, doch ihre blutigen Hände bohrten sich in den kniehohen Schnee. Eine Hand krachte gegen einen unsichtbaren Felsen. Sie fühlte noch mehr den schneidenden, kalten, lähmenden Schmerz und brach mit dem Kopf durch die Schneekruste. Sie setzte sich wieder auf. Nasser Schnee und Eis klebten an ihrem erschöpften Gesicht. Erneut erbrach sie sich. Blut schoss aus ihrem Mund und spritzte auf den weißen Schnee. Blut und ein paar Klumpen von etwas Schwarzem. Es tat so weh. Es tat so schrecklich weh. Sie rappelte sich hoch, hielt jedoch gleich wieder inne und starrte die beiden Eichen an. Sie beherrschten eine natürliche Lichtung. Ihre kahlen Zweige bildeten einen skelettartigen Baldachin von mindestens 50 Metern Durchmessern. Ein paar tote Blätter klammerten sich verbissen an die Zweige und schaukelten leicht im Winterwind. Ihr war nicht klar, wonach sie gesucht hatte. Sie wusste nur, dass sie in die Wälder gehen musste, tief hinein in die Wälder, wo niemand mehr kam. Das war es. Das war der Ort. Hier würde die lange Reise enden. In Jackson hatte sie das Auto des Mannes genommen. Der Mann hatte gesagt, er gehöre nicht zu La Migra, der Einwanderungspolizei, doch diese Leute hatten sie ihr ganzes Leben lang gejagt und sie wusste es besser. Er hatte die Waffe angestarrt, wiederholt, er gehöre nicht zu La Migra und behauptete, er suche nur einen Schnapsladen. Alida wusste, dass er log. Sie sah es in seinen Augen. Sie hatte ihn an Ort und Stelle zurückgelassen, sein Auto genommen und war durch die Nacht gefahren. Später hatte sie den Wagen in Sagney stehen lassen. Sie war auf einen Güterzug gesprungen und hatte angefangen, nach den großen Wäldern Ausschau zu halten.
Solange sie mehr oder weniger in Richtung Norden fuhr, war nichts weiter von Bedeutung. Genau genommen bestand ihr ganzes Leben darin, immer weiter Richtung Norden zu gelangen. Je weiter man nach Norden kam, umso weniger Fragen wurden einem gestellt. Ihre Kindheit hatte sie in Monclova und die Teenagerjahre in Piedras Negras, Mexiko verbracht. Dann, mit 19 Jahren, heimlich über die Grenze, quer durch Texas und über Texas hinaus. 7 Jahre arbeiten, sich verstecken, lügen. Und immer weiter nach Norden. Sie hatte Lewis in Chicago, Oklahoma getroffen und dann hatten sie zusammen ihren Weg durch Amerika gemacht. Über St. Louis und Chicago bis zu ihrer Mutter in Grand Rapids, Michigan. Eine kleine Änderung der Route hatte sie schließlich nach Osten geführt, als Lewis eine feste Stelle als Bauarbeiter in Jackson gefunden hatte. Dann hatte das Jucken angefangen. Und nicht lange danach der Drang, weiter nach Norden zu ziehen. Nein, es war nicht wie zuvor. Es war nicht nur ein Drang. Das Jucken hatte es zu einer Mission gemacht. Doch schließlich, nach 27 Jahren, konnte sie aufhören, weiterzuziehen. Sie starrte die Eichen an, die nacheinander zu greifen schienen, wie Liebende, wie Mann und Frau. Sie konnte nicht mehr aufhören, an ihn zu denken, konnte nicht mehr aufhören, an ihren Lewis zu denken. Aber jetzt war alles gut, denn sie würde bald bei ihm sein. Noch einmal warf sie einen Blick zurück. Der Schnee bedeckte bereits ihren blutigen Pfad und verwandelte das Rot in ein blasses Rosa, das in Kürze wieder weiß werden würde. La Migra suchte sie. Sie wollten sie töten. Doch wenn ihre Verfolger mehr als 15 oder 20 Minuten zurücklagen, würde ihre Spur bald für immer verschwunden sein. Alida wandte sich wieder um, denn sie wollte die Bäume noch einmal betrachten. Dieses Bild einer überwältigenden Skulptur in ihrem Kopf. Das ist der Ort. Sie zog den Revolver Kaliber 38 aus der Tasche und hielt sich den Lauf an die Schläfe. Als sie den Abzug drückte, funktionierten ihre Finger vollkommen problemlos. Captain Jinky, FM 92,5, Hörertelefon, worüber möchten Sie gerne sprechen? Ich habe sie alle umgebracht. Marsha Stubbins stöhnte. Noch so ein Arschloch, das sich für wahnsinnig witzig hielt und versuchte, mit einer durchgeknallten Geschichte auf Sendung zu kommen. Tatsächlich? Das ist aber nett von Ihnen, Sir. Ich muss mit Captain Jinky sprechen. Die Welt muss Bescheid wissen. Marsha nickte. Es war 5:45 am Morgen, genau die Zeit, zu der die Irren und die Vollidioten aus dem Bett fielen, um zuzuhören, wie Captain Jinky und die Morning Zoolanders ihre Scherze über den Sender verbreiteten. Es war genau die Zeit, in der sie das Gefühl bekamen, dass sie sich unbedingt an der Sendung beteiligen mussten. Das passierte jeden Morgen. Jeden einzelnen Morgen. Was muss Captain Jinky wissen, Sir? Er muss Bescheid wissen. Über die Dreiecke. Die Stimme war leise. Die Worte wurden von schweren Atemzügen unterbrochen, als versuche jemand zu sprechen, nachdem er sich beim Sport völlig verausgabt hatte. Stimmt, die Dreiecke. Das hört sich allerdings eher nach einem persönlichen Problem an, Sir. Behandle mich nicht von oben herab, du blöde Fotze. Hey, Sie werden mich nicht so anschreien, nur weil ich hier die Anrufe entgegennehme. Ist das klar? Es sind die Dreiecke. Wir müssen unbedingt etwas tun. Stell mich zu Jinky durch, oder ich komm rüber und ramm dir ein beschissenes Messer ins Auge. Sagte Marsha. Ein Messer ins Auge. Alles klar. Ich habe gerade meine gesamte Familie umgebracht. Kapierst du das denn nicht? Ihr Blut klebt überall an mir. Ich muss das tun, denn sie haben mich dazu gezwungen. Das ist nicht witzig, du Idiot. Außerdem bist du schon der dritte Massenmörder, der heute Morgen hier anruft. Wenn du dich noch einmal meldest, verständige ich die Cops. Der Mann legte auf. Sie spürte, dass er noch etwas hatte sagen und sie vielleicht wieder hatte anschreien wollen. Doch als sie die Cops erwähnte, hatte er die Verbindung sofort unterbrochen. Marsha rieb sich über das Gesicht. Sie hatte diese Praktikumsstelle gewollt. Und wer hätte das nicht getan? Captain Jinky gehörte zu den morgendlichen Sendungen mit den besten Einschaltquoten in ganz Ohio.
Aber dieser Mann und der Telefondienst mit all den verrückten Anrufen Tag für Tag. Es gab so viele Schwachköpfe da draußen, die sich für witzig hielten. Sie ließ die Schultern kreisen und sah auf das Telefon. Alle Leitungen waren belegt. Es schien, als wolle jeder in der Stadt unbedingt auf Sendung. Marsha seufzte und drückte auf Leitung 2. In Cleveland, Ohio, gibt es ein Zimmer im 17. Stock des A.T. Heron Road Building, früher bekannt unter dem Namen Ohio Bell Building. Dieses Zimmer existierte nicht. Wenigstens das, was sich in diesem Zimmer befindet, existiert nicht. Auf Grundrissen und Gebäudeunterlagen und für die meisten Menschen, die im 17. Stock arbeiten, ist Zimmer 1712b nicht weiter als ein Aktenraum. Ein Aktenraum, der immer abgeschlossen ist. Die Leute haben zu tun. Niemand stellt irgendwelche Fragen. Niemand kümmert sich darum. Es ist genauso wie bei Millionen anderen verschlossenen Räumen in Bürogebäuden, überall in Amerika. Aber natürlich handelt es sich hier nicht um irgendeinen Aktenraum. Zimmer 1712b existiert nicht, weil es ein schwarzes Zimmer ist. Und schwarze Zimmer existieren nicht, wie uns die Regierung versichert. Um in dieses schwarze Zimmer zu gelangen, muss man eine endlose Reihe von Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen. Zuerst spricht man mit dem Wachmann, der für den 17. Stock zuständig ist. Zufällig befindet sich sein Tisch nur 4,5 Meter von Zimmer 1712b entfernt. Die nationale Sicherheitsbehörde hat den Wachmann überprüft und er ist nur allzu gerne bereit, jedem in den Arsch zu treten. Dann schiebt man eine Magnetkarte in den Schlitz neben der Tür. Die Karte besitzt einen eingebauten Code, der sich alle 10 Sekunden ändert und mit einem Algorithmus übereinstimmt, der auf die Tageszeit basiert. So wird sichergestellt, dass nur bestimmte Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt Zugang haben. Drittens gibt man seinen persönlichen Code in eine Tastatur ein. Viertens drückt man den Daumen auf eine kleine graue Platte unmittelbar unter dem Türgriff, wodurch ein winziges, hochentwickeltes Gerät gleichzeitig den Daumenabdruck und die Pulsfrequenz überprüfen kann. Ehrlich gesagt, der Scanner, der den Fingerabdruck überprüft, taugt absolut nichts und kann leicht überlistet werden. Doch die Pulskontrolle ist praktisch. Nur für den Fall, dass jemand ein wenig zu aufgeregt ist, weil ihm ein anderer eine Pistole an den Kopf hält. Eine Pistole, die wahrscheinlich dazu benutzt wurde, um den bereits erwähnten Wachmann umzubringen. Wenn man diese Herausforderungen bewältigt hat, öffnet sich die Tür von Zimmer 1712b und bietet Zugang zu dem schwarzen Zimmer und all den Dingen darin, die ebenfalls nicht existieren. Zu dieser Einrichtung gehört ein Nearest Insight SDR 7800, ein Supercomputer, der für die Überwachung gigantischer Datenmengen entwickelt wurde. Der Nearest Insight erhält über Glasfaserkabel mit Hilfe sogenannter Splitter, die ins faseroptischen Fernleitungen angebracht sind, eintreffende und abgehende Telefon- und Internetdaten aus Ohio. Über diese Leitungen verläuft die gesamte digitale Kommunikation des Bundesstaats und so gut wie jedes im Mittleren Westen geführte Telefongespräch. Oh, Sie sind nicht aus dem Mittleren Westen? Keine Sorge, über ganz Amerika verteilt gibt es 15 schwarze Zimmer. Genug für jeden. Die Maschine sucht nach Schlüsselwörtern wie Atombombe und Kokainlieferung sowie der allzeit beliebten Wendung den Präsidenten umbringen. Das System nimmt automatisch jedes Gespräch auf. Es ist in der Lage, 10.000 gleichzeitig aufzuzeichnen und fertigt mit Hilfe seiner Stimmungserkennungssoftware jedes Mal eine Textdatei an. Dann sucht das System in der Textdatei nach jenen potenziell hässlichen Ausdrücken. Wenn es keine entdeckt, wird die Audiodatei gelöscht. Finden sich doch welche, wird die Audiodatei mitsamt der Transkription sofort an diejenige Person geschickt, die den Auftrag hat, die Kommunikation zu überwachen, die diese Begriffe enthält. Ja, jeder Anruf wird überwacht. Jeder einzelne Anruf. Im Hinblick auf Ausdrücke, die mit Terrorismus, Drogen und Korruption in Verbindung stehen, also im Hinblick auf all das, was man erwarten würde.
Doch aufgrund einiger ziemlich gewalttätiger Zwischenfälle, die sich in den letzten Wochen ereignet hatten, wurde diese Überwachungsliste im Dienst der nationalen Sicherheit auf eine geheime Anordnung des Präsidenten hin um ein neues Wort ergänzt. Und in diesem Fall bedeutete der Ausdruck geheim nicht etwa, dass die Leute irgendein Dokument flüsternd mit CNN-Reportern diskutierten. Diesmal bedeutete geheim, dass nichts niedergeschrieben wurde.